Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Heute packen wir eine Look Fantastic Box aus, und zwar nicht die reguläre, sondern die Scant Edit. Die hatte ich euch geteilt bei Instagram, das ist eine Special Box sozusagen. Die habe ich durch Zufall entdeckt und ich finde die so toll, weil das ist eine Düftebox. Da sind Parfüm, also Miniaturen drin, und für alle, die Düfte lieben, ist das echt toll, und da habe ich gedacht, ich teile euch das mal. Ich habe die mir auch bestellt, wie ihr sehen könnt. Die hat gekostet 63 Euro regulär und ich habe halt einen Code verwendet, fantastisch, glaube ich, war das, und habe dann halt eben fast 10 Euro gespart oder über 10 Euro. Auf jeden Fall habe ich nur noch 52 Euro irgendwas bezahlt. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil hier ist nämlich ein Gutschein drin, und mit dem Gutschein, also das ist ein Wert von 55 Dollar, da könnt ihr dann auf der Seite von Look Fantastic einen von diesen Düften, die hier drin sind, in Originalgröße einlösen, und dann kriegt ihr 55, also Dollar sozusagen, abgezogen von eurem Warenkorb. Ich habe das Ganze eben schon gemacht. Ich habe es ausprobiert. Es hat funktioniert. Ich habe mir einen Duft hier raus bestellt, den ich eh schon länger haben wollte, und das war halt als Miniatur hier drin, und ich habe mir gedacht, okay, also das lohnt sich sowas von, weil man halt eben das Geld spart für diesen Duft, und ich habe im Endeffekt dann für diesen Duft nur noch 30 Euro bezahlt statt 109. Ich hatte noch ein bisschen Guthaben drauf, also es hat sich mega gelohnt. So, und jetzt kommen wir zu der Box. Also die sieht richtig schön aus, finde ich. Also genau mein Ding hier mit diesen Farben, mit diesem Beige, und die heißt The Scant Edit. Gibt es nicht mehr zu kaufen, ist ausverkauft, soll aber nochmal wiederkommen, habe ich irgendwo gelesen. Ich weiß noch nicht mehr wo, die soll auf jeden Fall nochmal reinkommen. Ihr könnt mal die Augen offen halten, vielleicht kommt sie rein, vielleicht nicht. Ich lasse euch den Link unten, und ich lasse euch auch meinen generellen Rabattcode von Look Fantastic mal unten. Also ich habe eigentlich eine Kooperation mit Look Fantastic. Ich bekomme die Box monatlich zugeschickt und habe halt eben ein Code, der gilt aber auch auf den ganzen Shop. Also der ist Chiquitas groß geschrieben, blendet euch das hier ein. Den könnt ihr nutzen. Also immer wenn ihr dort was kaufen wollt, gebt den Code mal ein, weil ihr bekommt 10 bis 20%. Auch auf Natasha Denona gilt das teilweise auf die Produkte. Also müsst ihr einfach mal schauen. Und jetzt, genau, würde ich sagen, gucken wir mal rein. Ich habe ja schon reingeguckt. Also ich habe mir vielmehr einfach den Gutschein rausgenommen, weil ich wollte das ausprobieren, bevor ich dieses Video drehe, um euch zu sagen, ob das mit dem Gutschein halt funktioniert. Und es hat funktioniert. Also ich habe wirklich mein Parfüm, was ich haben wollte, so günstig bekommen dadurch. So sieht die Box einmal aus. Das ist eine Schublade, die man rausziehen kann. Und dann haben wir hier einen Flyer dabei. Genau, Mother's Day Scant Edition heißt die Box. Also ich weiß nicht, ich habe die zum Muttertag nicht gesehen. Die war jetzt plötzlich einfach aufgetaucht im Shop, und ich habe gedacht, okay, habe ich vorher nichts gesehen, und das sind halt eben die Produkte, die hier drin sind. Erstmal denkt man, oh je, für 50 Euro, das ist wirklich sehr, sehr wenig. Aber das sind alles schöne, hochwertige Düfte und in Miniaturgröße, und ein Lippenstift und eine Gesichtscreme ist hier mit bei. Und ansonsten haben wir hier 5 Miniaturparfüms und halt eben diesen Gutschein. Und ich finde, durch den Gutschein hat sich das Ganze richtig doll gelohnt. Also ich fange mal an. Das erste, was hier drin ist, ist einmal von Kiehl's eine Ultra Facial Cream. Das ist ja diese sehr bekannte Creme, die sehr reichhaltig ist. 7 Milliliter haben wir hier. Die lasse ich mal zu. Ich habe die noch hier und werde die an euch verlosen. Hier die kleine, die packe ich euch dann irgendwo mal mit rein, oder meinen Adventskalender oder so. Ich hebe die auf jeden Fall mal auf und lasse die zu. Die soll ganz gut sein, nur ich glaube, für meine Mischhaut ist die ein bisschen zu reichhaltig. Dann ist hier was drin von Armani. Giorgio Armani, einmal ein Intense Matte Comfort Lip Color. Also auch ein Mini in der Farbe 400. Ich habe den, glaube ich, noch nicht hier. Ich hatte mal einen von Armani. Nee, den habe ich nicht. Der ist total süß. Schaut mal, der ist ganz klein für die Handtasche. Und das ist dieses typische Rot. Schaut mal, mega schön. Toller Farbton, werde ich auf jeden Fall tragen. Ist halt ein Mini, aber für die Handtasche. Und der kostet ja auch ein bisschen was, ne? Finde ich das ganz gut, muss ich sagen. Also größer wäre natürlich toll gewesen, aber ist schon okay, würde ich sagen. Bei Look Fantastic müsst ihr immer mal gucken. Die haben öfters mal Boxen einfach so drin und machen dafür keine Werbung. Also da sind öfters mal solche Limited-Boxen, Special-Boxen und so weiter drin. Und ihr könnt immer einen Code da drauf anwenden, auch auf die anderen Boxen. Also da sind auch immer in der
rechten Spalte, in der linken Spalte, wenn ihr aufs Handy guckt oder halt eben auf dem PC, seht ihr ja die Kategorien und unten kommt dann Angebote und Codes. Das ist so eine spezielle Kategorie und da stehen dann auch nochmal Rabattcodes, die ihr immer auf irgendwas anwenden könnt oder wenn ihr ein Produkt gratis zu einem Produkt dazu bekommt, könnt ihr da auch einfach mal gucken, da ist das dann auch aufgeführt. Also das finde ich richtig cool bei Lookfantastic. So, und das erste Parfüm, was hier drin ist, was ich auch schon immer probieren wollte, ihr seht es schon, ist Flower Bomb von Viktor und Rolf. Und zwar keine 5 Milliliter, sondern 7 Milliliter. Und da habe ich mich auch gefreut. Also den hätte ich mir jetzt theoretisch hier auch in groß holen können. Also man kann auf alle Marken, die hier drin sind, die Full-Size-Größe quasi den Gutschein anwenden. So sieht das einmal aus. Also es ist wirklich so ein richtig kleines Miniatur. Ich glaube, das ist sogar aus Plastik, Leute. Ich hatte das auch als Duschgel gehabt, fand ich auch sehr toll. Und jetzt habe ich es halt als kleine Miniatur. Das hält ja dann auch so ein bisschen und freue ich mich total drüber. Kann man dann aufbrauchen oder halt eben sammeln. Dann ist von Armani noch was drin und zwar das Eclat Eau de Parfum Sie. Also das ist das, das kennt auch jeder, dieses Sie, das Rote. Und das hatte ich auch noch nie gehabt. Ich hatte das auch nur mal als Probe und das gibt es halt eben auch als Miniatur hier drin. Sind, glaube ich, auch 7 Milliliter. Ich will gerade mal gucken. Ja, auch ebenfalls 7 Milliliter statt 5. Also früher hatten Miniaturen, glaube ich, immer nur 5 gehabt. Ja, und hier rieche ich auch direkt nochmal dran. Also der riecht ja eh gut. Ich kenne den ja. Ja, der riecht eh gut. Deshalb, also da freue ich mich auf jeden Fall, dass ich den auch in klein habe. Ich liebe solche kleinen Miniatur-Parfums. Und ich mache das immer so, wenn ich die dann verwende. Ich habe so einen Sprüher da und dann schütte ich mir das immer in den Sprüher rein. Dann kann man das besser dosieren, weil hier mit dem Tropfen, das mag ich überhaupt nicht. Und dann das nächste, was hier drin ist, ist einmal das La Vie Est Belle und zwar von Lancôme. Und das ist aber irgendwie ein anderes. Soleil Crystal heißt das. Kenne ich auch nicht, also ich kenne nur das normale La Vie und das hier sind sogar 10 Milliliter, also das ist hier so ein länglicher Sprüher, total klasse, riecht auch total gut, also riecht ein bisschen anders wie das normale, würde ich sagen. Ich teste es aber noch nicht aus, ich lasse das noch zu, das gebe ich erstmal in meine Parfümsammlung rein. So, und das nächste, dann haben wir noch zwei Stück, ist einmal Libre von Yves Saint Laurent. Habe ich auch noch nie als großen Duft gehabt. Der hat sogar 7,5 Milliliter und das ist der Intense sogar. Richtig toll. Und den hatte ich auch nur als Probe mal einmal gehabt, den Intense. Und das ist einmal halt die Miniatur. Und schaut doch mal, wie süß das ist. Parfüm-Miniaturen muss man einfach lieben, finde ich. Also ich finde das immer so süß. Aber das ist auch Plastik, das ist auch... Obwohl, doch, das ist, glaube ich, Glas. Das hat sich gerade so plastikmäßig angefühlt auf jeden Fall. Einmal das hier. Und das Letzte, was hier drin ist, das hat mein Herz höher schlagen lassen, ist einmal von Replika was. Und zwar Jazz Club. Da gibt es ja ganz, ganz tolle Düfte von. Und ich habe ja schon den Sunday Morning hier. Und ich wollte die ganze Zeit den Beachwalk haben. Der Beachwalk riecht ganz, 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 ganz toll. Und ich wollte mir den in 30 Milliliter kaufen. Und dann habe ich gesehen, dass es diese Box hier gibt und dass man da halt den Gutschein einlösen kann. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn der Gutschein kommt, gucke ich mal, ob das nur auf den Jazz Club gilt oder ob das auch auf die anderen Düfte gilt. Und dann habe ich das mal heute probiert und es hat funktioniert. Also ich habe mir jetzt die große Flasche von dem Beachwalk gekauft und habe halt hier noch eine kleine 7 Milliliter von dem Jazz Club. Richtig toll, also wenn ihr die Düfte nicht kennt, müsst ihr unbedingt mal schauen und hier ist doch die Verpackung so süß. Und da habe ich auch schon reingeguckt eben. Ich habe halt einfach mal geguckt, wie sieht das aus? Es sieht so süß aus, schaut mal. Also wirklich so eine richtig kleine Miniatur und dieser Duft hier, Jazz Club, riecht erstmal so ein bisschen, als wäre das was für Ältere. Ganz ehrlich, also da habe ich gedacht, naja. Und dann habe ich mir das so ein bisschen aufs Handgelenk gemacht und der Duft hat sich so toll entfaltet. Man riecht ihn immer noch, das ist so ein bisschen würzig und man hat wirklich so dieses Jazzclub. Eben wenn man an so einen Jazzclub denkt, dann riecht man das irgendwie. Also ich kann euch das nicht sagen. Ich weiß nicht, man kriegt hier mit diesen Düften irgendwelche Erinnerungen. Ich finde das total klasse. Allerdings muss ich sagen, das sind ja Eau de Toilette. Das heißt, die riechen nicht ganz so lange. Also es ist kein richtiges Parfum und das finde ich ein bisschen schade. Also das Sunday Morning, was ich habe, hält auch nicht so lang an.
sprühe dann immer ein bisschen nach, aber ich mag die Düfte total gern. Ja, und da habe ich mich richtig gefreut, dass ich mir da das Parfüm in groß kaufen konnte. Ich hätte jetzt auch hier das Libre nehmen können oder so. Mega, mega gutes Angebot, finde ich. Aber das macht es auch nur, weil halt eben dieser Gutschein mit drin ist. Also wenn ihr die Box jetzt auch bestellt habt, achtet auf den Gutschein und schmeißt den nicht weg, weil viele denken bestimmt, ah, Werbung mit Müll, weil man denkt erstmal, das ist einfach hier halt hier so ein Flyer, man schmeißt das in Müll. Ja, hier seht ihr nochmal meine Ausbeute. Also ich habe mich riesig, riesig gefreut, als ich die Box gesehen habe, wegen halt diesem Parfüm eigentlich grundsätzlich. Und die anderen sind halt einfach so da, die werde ich in meine Sammlung reingeben und werde die nach und nach entweder aufbrauchen oder mal verschenken oder sowas. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich euch die Box jetzt zeigen konnte, dass ich sie noch bekommen habe und auch entdeckt habe. Ja, also die Box an sich ist auch total schön. Also so eine Schublade, kann man halt auch was drin aufbewahren. Schreibt mal, ob ihr die Box auch bekommen habt und schreibt mal, ob ihr auch Interesse an dieser Box hättet. Also guckt auf jeden Fall unten in die Infobox mal rein. Ich lasse euch den Link da drin und vielleicht ab und zu einfach als mal draufklicken und vielleicht geht es dann irgendwann wieder und sie ist wieder da. Es kann natürlich auch sein, sie kommt gar nicht mehr wieder. Also ich will euch keine leeren Versprechungen machen. Ich weiß nicht, wie viel Wert diese Box hat. Kann ich euch nicht sagen. Eventuell, wenn ich Lust habe und Zeit habe, rechne ich das mal aus. Aber ich denke mal, der liegt auf jeden Fall drüber, weil halt eben hochwertige Parfums hier drin sind. Also für mich war es auf jeden Fall eine lohnenswerte Nummer, weil der Gutschein dabei war. Und für mich ist das dann gut so. Vielen Dank, dass ihr dabei wart zum Schauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Nicole.